Hallöchen und herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück zu unserer Show am Wochenende, in der wir euch die Releases der nächsten Woche, die Highlights der letzten Tage und all die Spiele präsentieren, die ihr am Wochenende und darüber hinaus kostenlos ausprobieren könnt oder geschenkt bekommt. Und auch diese Woche sind wieder einige spannende Dinge dabei, also lasst uns direkt loslegen. Dieses Video wird präsentiert von TikTok. Nach etlichen Verschiebungen ist Scorn endlich da. Das First-Person-Adventure war lange ein Mysterium. Ist das nun ein Ego-Shooter, ein Walking-Simulator, ein Adventure? Letztlich ist das alles davon und zugleich auch gar kein sonderlich gutes Spiel, zumindest in Sachen Gameplay. Man läuft durch ein paar Gänge, drückt ein paar Schalter, löst ein paar kryptische Rätsel und erduldet einige sehr träge umgesetzte Kämpfe. Klingt nicht sonderlich spannend, ist aber ein optisches Erlebnis, das man nicht verpassen sollte. Vorausgesetzt, euch ist diese Alien-Welt, die ganz stark vom Design von HR Giga geprägt ist, nicht zu ekelhaft. Scorn ist nämlich regelrecht in seine gnadenlos grausame Darstellung von verstümmelten Körpern verliebt und liefert zugleich kaum Antworten zu Welt, Figuren und Handlung. Stattdessen sollt ihr nach den rund 6 Stunden Spielzeit spekulieren und interpretieren. Genug Stoff dafür bietet dieses begehbare Kunstwerk auf jeden Fall. While there is shooting within the game, Scorn is not a shooter. Chasm the Rift wurde 1997 zum ersten Mal veröffentlicht und ist seit ein paar Wochen runter vom Index in Deutschland. Wie passend also, dass diese Woche eine Neuauflage des Ego-Shooters für den PC rauskam, die dezente grafische Verbesserungen und Support für moderne Systeme mitliefert. Chasm ging in den 90er Jahren neben Genregrößen wie Quake und Half-Life fast völlig unter und ist längst nicht so gut wie die großen Namen. Wer aber Lust auf ein bisschen flotte Shooter-Action inklusive Zeitreisen hat, wird hier ordentlich bedient. Das letzte Spiele-Highlight in dieser Woche ist leider ein negatives. Nachdem das Action-Rollenspiel Undecember am vergangenen Wochenende nach einer erfolgreichen Demo beim Steam Next Fest noch als unerwartete Genre-Hoffnung überraschte, kennen wir seit Mittwoch die Preise und Mechaniken des Echtgeld-Shops. Und damit hat sich das Free-to-Play-Spiel leider selbst abgeschossen. Völlig überzogene Mondpreise und streitbare Pay-to-Win-Angebote machen dieses im Kern eigentlich sehr solide Hack-and-Slay-Abenteuer vorerst zur Enttäuschung. Bis die Entwickler da nicht ein paar große Änderungen am Cash-Shop vornehmen, solltet ihr also einen großen Bogen um das Spiel machen. Aber die Highlights, die sind natürlich auch direkt schon wieder Schnee von gestern, weil die sind ja schon letzte Woche rausgekommen. Viel spannender ist da doch, was nächste Woche erscheint. Und das haben wir jetzt für euch. Die Entwickler von Freitag der 13. und Predator Hunting Grounds bringen nächste Woche mit Ghostbusters Spirits Unleashed den nächsten asymmetrischen Multiplayer raus. Entweder spielen wir in einem Team zu viert die berühmten Geisterjäger oder wir schlagen uns im Alleingang auf die Seite der Unruhestifter. Egal ob online oder mit KI-Kameraden, im Laufe des Spiels schalten wir allerhand neue Waffen und Fallen frei, wie natürlich auch kosmetische Items. Das Mittelalterabenteuer A Plague Tale Requiem schließt nahtlos an die Geschichte des Vorgängers an und erzählt die emotionale Geschichte des Geschwisterpaars Amicia und Hugo weiter. Im mittelalterlichen Frankreich wütet dabei immer noch die Pest, die diesmal sogar von noch größeren Rattenschwärmen verbreitet wird. Um ein Heilmittel für Hugos Krankheit zu finden, machen wir uns auf die Suche nach einer mysteriösen Insel. Dabei nutzen wir auch neue Fähigkeiten und Waffen, wie zum Beispiel diese Armbrust hier. The Valiant ist ein Echtzeitstrategiespiel und führt uns ebenfalls ins mittelalterliche Europa. Statt großer Heere steuern wir hier eher kleinere Truppen, die nach und nach neue Fähigkeiten freischalten. In der Singleplayer-Kampagne führen wir unsere Kreuzritter durch 16 Missionen oder wir treten in Multiplayer-Gefechten gegen echte Spieler an. Wer aber lieber zusammenspielt, kann im Koop-Modus auch gegen immer stärkere KI-Wellen kämpfen. Nächste Woche erscheint die Uncharted Legacy of Thieves Collection endlich auch für den PC und lässt uns auch am Rechner in den Genuss der letzten beiden Teile der Action-Serie kommen.
Neue Inhalte gibt's zwar nicht, dafür aber einige technische Verbesserungen. Unter anderem liefert die PC-Version Unterstützung für Widescreen-Monitore, auch wenn Zwischensequenzen immer noch mit schwarzen Balken versehen werden. Zudem sind AMD Fidelity FX, Super Resolution 2 und auch DLSS mit an Bord. In einer Welt voller Maschinen übernehmen wir in The Last Worker die Kontrolle über den letzten menschlichen Angestellten. Um herauszufinden, was aus unseren restlichen Kollegen geworden ist, lösen wir Umgebungsrätsel, erkunden das Unternehmen und stellen uns eine Reihe von Herausforderungen. Die Geschichte führt uns dabei in eine dystopische Zukunft und greift Probleme der Arbeitswelt aus, die zum Nachdenken anregen sollen. The Last Hero of Nostalgia ist ein Souls-like-Parodie, die aber trotzdem ein paar interessante neue Ideen ins Genre bringt und vor allem auch tatsächlich ein vollwertiges Souls-like-Spiel bietet. Wir steuern ein Strichmännchen auf dem Weg durch eine Comic-3D-Welt voller Monster und finden neue Ausrüstung und Geheimwege. Die führen manchmal sogar direkt durch die Mitarbeiterräume für die NPCs im Spiel. Außerdem wird unser Abenteuer von einem zynischen Erzähler kommentiert, der uns zunächst mal so gar kein Glück wünscht. Im Sci-Fi-Shooter Second Extinction treten wir im Koop gegen mutierte Superdinos an. Damit wir gegen die Reptilien überhaupt eine Chance haben, suchen wir auf der zerstörten Erde nach nützlicher Ausrüstung. Nach 2 Jahren im Early Access steht jetzt die Version 1.0 für PC und Xbox-Konsolen vor der Tür und bringt für 2 neue Dinos, eine neue Karte, ein verbessertes Waffen-Upgrade-System und die letzten beiden Kapitel der Kampagne. Mario plus Rabbids ist nicht nur ein ungewöhnliches Crossover zwischen Nintendo und Ubisoft, sondern bekommt nächste Woche mit Sparks of Hope auch einen Nachfolger. Wir treten in alter XCOM-Manier in rundenbasierten Kämpfen gegen unsere Gegner an und müssen dabei die speziellen Fähigkeiten unserer Teamkameraden strategisch einsetzen, die Umgebung nutzen und auf Fallen achten. Im neuen Teil können wir dabei unsere Figuren frei bewegen und sind nicht mehr an ein Spielfeldraster gebunden. Nächste Woche verlässt das Roguelike Shoot'em'up Vampire Survivors den Early Access. Neben kleineren Balancing-Änderungen enthält die Version 1.0 endlich auch ein deutsches Sprachpaket. Auch wenn inhaltlich jetzt schon alles im Spiel enthalten ist, soll es bis zum Release noch kleinere Überraschungen geben. Ende des Jahres soll noch eine Portierung auf eine neue Engine folgen, um technische Probleme auf älteren Rechnern zu lösen. Im Adventure New Tales from the Borderlands nimmt Gearbox das Ruder selbst in die Hand und beschert uns einen Nachfolger des beliebten Telltale-Spiels. In 5 Kapiteln treffen wir aber nicht nur wichtige Entscheidungen, die den Fortgang der Geschichte maßgeblich beeinflussen. Die Entwickler lockern das Gameplay auch mit Quicktime-Events und verschiedenen Minispielen auf. Übrigens erscheint New Tales from the Borderlands direkt als Komplettpaket, auch wenn die einzelnen Kapitel immer noch in Episoden aufgeteilt sind. It's okay. All clear. Das Open-World-Adventure Gotham Knights lässt uns zur Abwechslung nicht Batman steuern, sondern seine 4 Sidekicks, Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood. Der ikonische Superheld ist nämlich kürzlich verstorben und nun wird die Stadt wieder von Kriminellen terrorisiert. Je nachdem, welchen der 4 Helden man auswählt, sollte sich sogar die Geschichte ein bisschen verändern, was wiederum für mehr Wiederspielwert sorgen könnte. Übrigens können sich PC-Spieler, die im Besitz einer RTX-Karte sind, auf hübsche Raytracing-Reflexionen freuen. Das beliebte JRPG Persona 5 ist bald nicht mehr Sony-exklusiv und erscheint für PC, Switch und Xbox. Das Komplettpaket enthält dabei alle DLCs, die für die PlayStation 4 erschienen sind. Die Erweiterungen bestehen unter anderem aus 9 Personas, einer Vielzahl an Kostümen und verschiedenen Herausforderungen. Zudem wird auch die Geschichte fortgeführt und soll für einen emotionalen Abschluss sorgen. Na? Hat euch vielleicht etwas davon Lust gemacht? Was spielt ihr am Wochenende? Schreibt's mir in die Kommentare. Wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, ist ja vielleicht bei den Gratis-Games was Interessantes mit dabei. Da haben wir diese Woche wieder ein bisschen was geschenkt und ein bisschen was zum Ausprobieren. Heute haben wir 2 Geschenke und 2 Ausprobierbarkeiten für euch.
Im Epic Game Store gibt's diese Woche wieder zwei Sachen zum für immer behalten, wenn ihr sie denn bis zum 20. Oktober eurer Bibliothek hinzufügt. Das wäre einmal Darkwood, ein besonderer Leckerbissen für alle Fans von klassischem Horror. Wir erleben das Spiel in der für das Genre ungewöhnlichen Top-Down-Perspektive, die sich als überraschend effektiv und verstörend herausstellt. Wenn ihr dann also voller Panik das Programm geschlossen habt, was dann? Vielleicht Epics zweites Geschenk, Toe Jam & Earl, Back in the Groove? Hier geht's ganz weit zurück zum Klassiker der 90er, aber keine Sorge, hier gibt's kein Retro-Schinken geschenkt, sondern die Neuauflage von 2019. Der perfekte Ausgleich, wenn Darkwood zu düster ist, mit Roguelite-Elementen, Koop-Modus und einem fetzigen Soundtrack. Auf Steam gibt es noch bis zum 19. Oktober Per Aspera, aber nur zum Ausprobieren. Wir spielen eine hochintelligente KI auf dem Mars und müssen dort eine neue Kolonie aus dem Boden stampfen. I copy. Excellent. It's time for you to take control of the mission. Wenn euch der Testzeitraum überzeugt, ist es auch noch genauso lange um 50% reduziert. This is it. Oder ihr gönnt euch einen Blick auf die neueste Iteration der Madden NFL-Serie, die offizielle Sportsimulation der amerikanischen Profiliga National Football League. Mit dabei sind wieder alle üblichen Teile einer spaßigen Football-Sim, inklusive des neuen Field-Sense-Systems, das dieses Jahr neu eingeführt wurde und den Titel auch in Sachen Gameplay von seinen Konkurrenten absetzen soll. Madden NFL 23 könnt ihr bis zum 17. Oktober ausprobieren. Alle Infos zum Mitschreiben und Anklicken gibt's natürlich auch wieder auf unseren Webseiten. Aber wie immer schauen wir noch kurz, was bei uns im Team so gespielt wird, bevor wir uns ins Wochenende verabschieden. Bei AK geht's wieder in die beschauliche Welt der U-Blitz. Arbeitet sie vielleicht endlich an einem Testvideo? Wer weiß. Und Lennart spielt in den nächsten Tagen weiter Life is Strange 2. Da hat er gerade einen zweiten Durchlauf gemeinsam mit einer Freundin gestartet. Und bei mir? Mein Wochenende steht ganz im Sinne der bunten Comic-Grafik-Shooter, sei es Splatoon 3 vom Sofa aus oder Overwatch 2 am Schreibtisch. Wenn euch das Video und die Show allgemein gefällt, dann teilt uns das gerne mit einem freundlichen Kommentar und einem Like mit. Wir freuen uns immer sehr. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer direkt benachrichtigt werdet, wenn wir was Neues hochladen. Bis dahin haben wir aber noch jede Menge spannende und hilfreiche Sachen auf dem Kanal, zum Beispiel Vorschauen wie diese hier oder dieses Video hier mit hilfreichen Tipps zum Stromsparen. Sehr praktisch, gerade im Moment. Am Montag begrüßt euch hier übrigens wieder der liebe Julius mit den neuesten Neuigkeiten aus der Gaming-Welt, also schaltet rein. Damit bleibt mir nichts weiter, als euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Ganz viel Spaß und guten Loot.